Moin und herzlich willkommen zum ersten Teil meines Lesemonats März 2019. Ja, ich werde diesen Lesemonat in zwei Teile aufteilen, denn ich habe im März wieder sehr viel gelesen und müsste euch sonst 12 Bücher in die Kamera halten in einem Video. Und da viele Bücher sehr besprechungsintensiv sind und ich mir Zeit nehmen möchte dafür, habe ich das Ganze jetzt mal aufgeteilt, dass ich in jedem Teil nur 6 Bücher vorstelle, weil ich habe diesmal auch nicht so viele Rezensionen zu den Büchern gedreht, dass ich euch da irgendwie verlinken könnte und das Buch dann nur anreißen könnte. Und ich möchte mich wirklich nicht hetzen lassen. Und wie gesagt, jedes Buch soll auch seine Besprechung bekommen. Und für mich wäre das dann auch ein bisschen anstrengend für jeden meiner Meinungen und ja, meine Gedanken dazu strukturiert herauszubekommen. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, das in zwei Teile aufzuteilen. Ich weiß, eigentlich ist bei euch die Meinung, dass lange Videos toll sind. Jedenfalls habe ich euch das schon mal gefragt. Ich mag lange Videos auch sehr gerne, aber ihr seht das ja jetzt wahrscheinlich auch in dieser Zeit schon. Es wird auch mit 6 Büchern lang genug und deswegen sind zwei Teile diesmal auf jeden Fall sinnvoll. Ihr könnt natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut fandet, so aufgeteilt oder nicht. Ja, aber bevor wir mit den Büchern jetzt anfangen, möchte ich einmal kurz zur Statistik kommen. Wie gesagt, habe ich sehr viel gelesen. Ich habe ja, 11 Geschichten beendet und eines begonnen. Und von diesen 11 Geschichten war ein Hörbuch dabei und eine Kurzgeschichte oder eine Novelle, könnte man sagen. Ja, und dadurch, dass ich so viel gelesen habe, ist mein Sub auch nicht ganz so sehr angestiegen, weil im März sind nämlich einige Neuzugänge da bei mir eingezogen. Und zwar waren das bei mir 11 Stück. Das ist für mich wirklich sehr, sehr viel. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich mit der lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff ein Tauschpaket gemacht habe. Und alleine da sind schon 6 Bücher eingezogen. Und ja, 5 zusätzlich dann auch noch, also mal hier mal eins und mal da eins. Also das hat sich doch ein bisschen geläppert. Und da ich ja meinen Stapel ungelesener Bücher so ein bisschen reduzieren möchte, habe ich es fast geschafft. Ich wollte es eigentlich so schaffen, weil ich gemerkt habe, es läuft im Moment so gut mit dem Lesen, dass ich es vielleicht doch noch schaffe, dass ich ein weniger als letzten Monat habe. Das ist mir nicht gelungen und auch nicht, ihn zu halten, aber es ist nur ein Buch mehr auf meinem Stapel ungelesener Bücher und damit bin ich trotzdem sehr, sehr zufrieden dafür, dass so viele Neuzugänge eingetrudelt sind und ich hoffe, dass ich im April dann den Sub wieder ein bisschen senken kann und nicht ganz so viele Neuzugänge einziehen lasse. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Monat. So, das war die Statistik und jetzt wollen wir anfangen mit dem ersten Buch. Und zwar habe ich einen Klassiker gelesen, das war die Novelle. Und zwar von E.T.A. Hoffmann, habe ich euch ja schon öfter in die Kamera gehalten, hier diese gesammelten Werke. Und der Klassiker, den ich gelesen habe, habe ich für die Uni gelesen, wie auch die anderen Werke von E.T.A. Hoffmann. Aber diesen Klassiker, den ich jetzt gelesen habe, den wollte ich eh schon mal lesen, weil es ein Klassiker der Schauerliteratur ist, und zwar Der Sandmann. Wird euch vielleicht auch was sagen, wird auch öfter in der Schule gelesen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch gelesen. Ist ja auch relativ kurz, ich glaube irgendwie nur 40, 50 Seiten. Und ich muss sagen, dass mir das erste Drittel sehr gut gefallen hat, aber die letzten 2 Drittel, da war ich leider nicht mehr ganz so begeistert von. Und zwar geht es hier um einen jungen Mann namens Nathaniel, der einen Brief an seinen Freund Lothar verschickt und ihm von ja, einem sehr aufwühlenden Erlebnis berichtet. Dafür muss er aber ein bisschen ausholen, warum das so aufwühlend für ihn war. Also er ist mittlerweile Studierender und an der Universität und da ist es halt passiert. Er muss aber, um das zu erklären, ein Erlebnis aus seiner Kindheit erzählen. Und genau das war das, was mir so gut gefallen hat. Und zwar erzählt er aus seiner Kindheit, dass er eigentlich ja, eine schöne Kindheit hatte und auch mit seinen Eltern gut klarkam. Aber ein paar Mal im Monat gab es so Abende, die sehr, sehr seltsam waren. Sein Vater hat sich seltsam, schweigsam benommen und seine Mutter wirkte immer sehr besorgt und hat die Kinder immer schnell, schnell ins Bett geschickt und immer gesagt, ab ins Bett, sonst kommt der Sandmann.
Und ja, seltsamerweise hat Nathaniel auch an diesen Abenden immer ein Poltern von schweren Schritten auf der Treppe im Flur gehört, und das hat er mit dem Sandmann verknüpft. Gleichzeitig hat er auch sein Kindermädchen gefragt, was überhaupt wer der Sandmann ist, und die hat ihm so eine Horrorstory erzählt, und das hat er damit auch noch verknüpft. Und dann hat er irgendwann seinen Vater dabei erwischt, mit dem Sandmann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was der Vater mit diesem Sandmann gemacht hat. Und ja, diesen Mann, diesen Sandmann, den hat er halt an seiner Uni wieder getroffen, Jahre später. Und das will er halt jetzt seinem Freund Lothar erzählen. Und ja, er soll es aber nicht der Clara weitererzählen. Clara ist seine Freundin und gleichzeitig auch die Schwester von Lothar. Und weil die ist so eine ganz rationale und glaubt nicht an übersinnlichen Kram. Ja, aber sie kriegt das natürlich trotzdem raus. Und das ist so der erste Strang, was mir sehr gut gefallen hat. Und dann kommt es halt zum zweiten. Es hängt natürlich alles miteinander zusammen. Wie gesagt, trifft er diesen Mann oder sieht diesen Mann wieder, sieht ihn einfach zum Verwechseln ähnlich. Und dann sieht er auch noch eine oder lernt er eine junge Frau kennen, die auch an der Uni wohnhaft ist, und er verliebt sich in sie Hals über Kopf, obwohl er ja seine Clara hat und mit ihr eigentlich auch sehr glücklich ist. Aber er scheint von ihr wie verhext zu sein, und keiner kann das so richtig verstehen, weil diese Frau ist zwar sehr, sehr hübsch, aber sie wirkt sehr kalt, sehr hölzern und ist auch stumm und wirkt überhaupt gar nicht menschlich. Und deswegen kann keiner das verstehen, warum er so vernarrt in sie ist. Ja. Also das ist dann so der Rest der Geschichte, und das Ende, das fand ich dann noch mal interessant, aber so richtig so eine gruselige Stimmung gab es nur am Anfang. Und ja, schade, weil es so gut begonnen hat, hatte ich mir so viel erhofft, aber es ist jetzt für mich nicht der Schauerklassiker schlechthin. Aber war auch jetzt nicht schlecht. Das auf jeden Fall nicht. Ja, also das war das Erste. Jetzt kommen wir zu einem Fantasy-Buch, und zwar einem High-Dark-Fantasy-Buch. Ich habe euch das schon in meinem Lesemarathon gezeigt, dass ich damit begonnen habe, und im letzten Lesemonat, und zwar Lesemonat Februar müsste das sein. Da hatte ich schon die ersten 60 Seiten begonnen. Ich rede von Nevernight, die Prüfung von J. Christoph. Das ist der erste Band der Reihe, und ich habe dieses Buch hier schon sehr, sehr lange ungelesen liegen, und ja, wollte das immer lesen, und jetzt habe ich es endlich getan. Ich hatte immer so ein bisschen darauf gewartet, dass die nächsten Teile noch erscheinen. Der zweite Teil, den gibt es mittlerweile schon auf Deutsch. Und der dritte erscheint jetzt im September auf Englisch. Und ich habe gerade gesehen, dass der Fischer-Thor Verlag für den dritten Teil ja den Erscheinungstermin auf Januar 2020 gesetzt hat. Also es ist noch ein bisschen hin. Aber ich konnte nicht mehr warten, weil davon schwärmen so, so viele. Und ich wollte auch unbedingt erfahren, ob es mich auch genauso packen kann, ob es für mich mal wieder ein richtiges High- oder Dark-Fantasy-Erlebnis werden kann und Highlight werden kann. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein rasantes, fulminantes und cooles Fantasy-Buch mit vielen tollen Ideen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und es war wirklich ein kleines Highlight im Lesemonat März. Jedoch habe ich auch noch ein paar Kritikpunkte. Aber zunächst möchte ich euch sagen, worum es eigentlich geht. Hier geht es um Mia Corvere, die ja sehr, sehr früh in ihrer Kindheit schon von ihrer Familie, von ihren Eltern grausam getrennt wird, denn die Regierung hängt ihren Vater als Verräter, und ihre Mutter nehmen sie auch mit und ihren kleinen Bruder und sperren diese ein, und Mia schwört Rache. Und um Rache ausüben zu können, wird sie oder möchte sie sich ausbilden lassen als Assassinen, und sie möchte dafür an die Rote Kirche kommen, eine Enklave, wo man eben ein Assassinenorden, wo man eben ausgebildet wird. Aber alleine dafür, um da aufgenommen zu werden, muss sie so einiges auf sich nehmen, und um diese Rote Kirche überhaupt zu finden, wo die sich aufhält, weil die auch als Staatsfeind gilt.
Ja, ist gar nicht so einfach, aber sie schafft es natürlich irgendwann, diese rote Kirche zu finden und wird dort unterrichtet. Ja, und ich liebe es ja, wenn es irgendwelche Zauberschulen oder irgendwelche Orden, wo Novizen denn drankommen und ja, irgendwas erlernen müssen und Lehrlinge werden. Und hier war es ähnlich. Und ich finde auch diese Kathedrale, in die sie dann kommen, ein unglaublich coolen Ort, habe ich mir sehr, sehr cool vorgestellt. Genauso auch wie in der, ja, die Stadt, in der Mia Corvera aufgewachsen ist. Hier gibt es zum Beispiel auch eine richtig coole Karte. Und was ich so cool finde, ist, dass die aufgebaut ist, oder dass die nach Stadtteilen benannt ist, wie von einem Menschen. Also es gibt diese Sage, dass irgendwann mal ein Riese dort verendet ist und dass dort noch seine Gebeine liegen. Und in diesen Gebeinen ist halt diese Stadt aufgebaut worden und die Rippen stehen wohl noch. Und deswegen gibt es halt sowas wie das Herz, das Rückgrat, aber auch Schwertarm, östliche Schamgegend, westliche Schamgegend und so weiter und so fort. Und das fand ich eine ziemlich coole Idee. Und ob es damit noch mehr auf sich hat, ob es diese Riesen wirklich gab oder so, das weiß ich nicht. Aber vielleicht kommt da ja noch was zu. Und was ich auch super finde, ist, dass es sogar zwei Karten gibt. Es gibt einmal von dieser Stadt, die ich euch eben gezeigt habe, und dann hinten nochmal von dem Land, von Eritrea. Und ja, das fand ich richtig cool, weil Mia eben auch ein bisschen rumreist, nicht nur in dem ja in der Stadt sich aufhält, sondern eben auch ja anderweitig unterwegs ist. Und hier habt ihr noch mal von dem Autoren ein Bild, der ziemlich auch ziemlich cool aussieht. Und hier steht auch drauf, dass J. Christoph nicht an Happy Ends glaubt. Und ja. Damit muss man rechnen, dass es hier kein Happy End gibt. Aber genau das fand ich ziemlich cool, weil der Autor traut sich nämlich etwas, was sich andere Autoren nicht traut. Ich möchte nicht sagen, was genau, aber vielleicht kann man sich schon denken, dass er vielleicht nicht alle Protagonisten hier einfach, oder was heißt Protagonisten, oder wichtige Charaktere am Leben lässt oder nicht alles gut ausgeht. Und das hat mir gut gefallen. Ich habe aber allerdings, wie schon erwähnt, einige ja, Kritikpunkte. Ich hatte schon von vornherein gehört, dass dieses Buch eine sehr, sehr derbe und vulgäre Sprache haben sollte. Und das ist gleich im ersten Satz auch schon mir so entgegengeschlagen. Ja, sowas mag ich nicht. Also ich, klar, wenn es irgendwie in wörtlicher Rede mal vorkommt oder so und das zu den Protagonisten passt, dann finde ich das okay. Aber wenn das vom Erzähler so gesagt wird, und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Und der erste Satz war schon: Wenn Menschen sterben, scheißen sie sich oft in die Hosen. Und ja, da war ich schon erst ein bisschen abgeschreckt, aber ich habe weitergelesen und ich muss sagen, dass mir der Schreibstil dennoch gut gefallen hat, weil er nicht, obwohl es da diese vulgären Worte immer wieder drin vorkommen, ist die Sprache nicht plump oder zu einfach, wie man das jetzt sich so denken würde, sondern es hat durchaus literarische Züge und die Schreibweise war durchaus klug und auch manchmal sogar schön. Und diese Mischung fand ich dann doch wieder interessant. Und was das Ganze auch wieder so ein bisschen aufgewertet hat, war der schwarze Humor. Und wenn man das so ein bisschen mit Humor gesehen hat, dann konnte ich ja diese vulgäre Sprache auch wieder ein bisschen verzeihen. Und irgendwie passte es auch ganz gut hier rein. Es ist nun mal so ein bisschen auf cool ausgelegt und auf düster. Und irgendwie passte es. Und dadurch, dass die Sprache irgendwo auch literarisch war und nicht plump, wie ich schon gesagt habe, und hier dieser tolle schwarze Humor mit reinspielte, hat das wieder aufgewogen. Aber letztendlich hätte ich es trotzdem nicht gebraucht, diese Sprache. Und Gott sei Dank war es auch nicht an allen Enden und Ecken so, dass man dachte, oh, jetzt reicht's mal mit den Schimpfwörtern und mit diesen blöden Wörtern. Aber ja, ich finde es einfach nicht schön. Also kann ich einfach sagen, und deswegen ist es auf jeden Fall dennoch ein Kritikpunkt. Und was ich auch ein bisschen anstrengend fand, war, dass es sehr, sehr viele Fußnoten gab
Und die auch zu dem Erzählstil, zu dem Schreibstil des Autoren gehörte. Und was mein Kritikpunkt daran ist, dass die Fußnoten einfach manchmal zu lang werden. Ihr seht das hier unten und das ist noch nicht mal die längste Fußnoten, ne? Manchmal ist sie wirklich noch mehr oder geht sogar noch auf die nächste Seite, auf der nächsten Seite weiter. Und das bringt einen total aus dem Lesefluss raus. Und besonders zum Anfang hin kommen diese Fußnoten sehr, sehr oft. Also wenn sie hin und wieder mal kommen, okay. Aber zu Anfang kamen sie sehr, sehr oft und das hat mich echt rausgebracht aus dem Lesefluss. Manchmal fand ich das ein tolles Stilmittel, weil es wiederum mit diesem interessanten schwarzen Humor einherging und weil der Erzähler hier auch irgendwie auf Auftrat. Der Erzähler hat einen als Leser auch immer wieder angesprochen und hat einen mit ins Boot geholt und hat einen dann noch eine Anekdote erzählt. Das fand ich an sich toll. Ich liebe sowas, wenn die Leser mit, ja, mit in die Geschichte geholt werden und wenn der Erzähler irgendwie ab und zu mal so auftaucht. Aber das war mir manchmal zu viel. Also so kurze Sätze und so kurze kleine Gags fand ich gut, aber und manche so Erklärungen waren auch in Ordnung, aber das war mir zu viel. Man sagt ja auch immer Show, don't tell, also ne, dass man das wirklich an der ja an der Action zeigen soll, an dem Drama, an dem Geschehen zeigen soll und nicht erklären soll. Und das war mir hier manchmal zu sehr der Fall, denn das Worldbuilding war an sich ziemlich cool, aber das Worldbuilding wurde sehr viel in den Fußnoten erklärt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das hat der Autor gar nicht nötig. Der hätte das sehr, sehr gut in die Geschichte einweben können. Und deswegen Show, don't tell. Und ja, das hätte er, wie gesagt, nicht nötig gehabt, das alles in die Fußnoten zu pressen, weil das dadurch auch sehr trocken geworden ist. Genauso fand ich, dass man zu den Figuren so ein bisschen eine Distanz hatte und auch die Figuren Tiefe ja so ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat. Also mir war natürlich gut ausgearbeitet und die hatte ihre Ecken und Kanten, aber auch ihre Schwächen, obwohl sie so eine coole, forsche und starke Persönlichkeit war, hatte sie ihre Schwächen. Aber es gibt halt so ein paar ihre Feinde und ihre Freunde, die sie dann gewinnt. Da wurde dann auch immer gesagt, was für Charaktereigenschaften sie haben, anstatt das in einer Handlung zu zeigen, was sie für einen Charakter haben, wurde es einfach so erklärt. Und wenn dann tatsächlich mal jemand gestorben ist, dann hatte man als Leser, also ich, mir war das so, ist das so ergangen, hatte ich gar nicht so sehr ja, ein Verlustgefühl und ich hing da gar nicht so sehr dran. Das kann vielleicht auch gewollt sein, aber eigentlich hätte ich es noch besser gefunden, dass dieser Verlust richtig wehtut. Ich war überrascht, durchaus, aber so richtig emotional ist es bei mir nicht rangegangen und das ist bei mir eigentlich eher selten der Fall. Also eigentlich bin ich sehr, sehr schnell emotional angetan. Ja, aber ich muss sagen, es gab wirklich einige überraschende Wendungen, die ich überhaupt nicht geahnt habe. Also besonders eine Sache, die hat mich wirklich völlig geflasht und damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das ist bei mir auch eher selten der Fall, dass mich sowas etwas völlig vom Hocker haut. Also deswegen, ich will das jetzt gar nicht als, ja, als schlechtes Buch. Es war auf jeden Fall ein Highlight, aber ich kann es nicht mit 5 Sternen und so in den Himmel loben wie viele andere, weil mich da doch zu viele Kleinigkeiten gestört haben. Deswegen musste ich da 1 Stern auf jeden Fall abziehen. Ich gucke mal eben, ob ich da noch irgendwas finde, was ich vergessen habe zu sagen. Ja, also ich habe halt auch nicht ganz verstanden, was die Beweggründe der Roten Kirche jetzt genau sind. Was genau machen die eigentlich? Klar, das sind irgendwie Auftragsmörder, Assassinen, aber was, wie genau funktioniert das und wofür stehen die? Man weiß nur, dass die irgendwie Feinde des Staates sind und nachher, wo es dann auch irgendwie so ein bisschen zum Kampf kommt, konnte ich gar nicht so richtig für die eine oder die andere Seite sein, weil ich beide Seiten irgendwie nicht ganz nachvollziehen konnte. Aber ich habe gehört, dass im zweiten Band das noch ein bisschen aufgeklärt werden soll.
Ich habe mich zwischenzeitlich auch immer mit der lieben Julia vom Kanal Leseritter ausgetauscht, weil ich von ihr weiß, dass sie sehr, sehr begeistert davon war und ich brauchte irgendwie jemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und sie war auch sehr gespannt, wie ich das Ganze auffasse. Und deswegen haben wir uns immer ein bisschen ausgetauscht und das hat mir auch viel Freude bereitet. Und ja, ihre Eindrücke nochmal mitzubekommen. Ich fand auch, ja, das fand ich einfach toll. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass in dem Schatten von mir eine Katze oder ein Wesen lebt. Es ist in Form einer Katze, aber es ist keine richtige Katze, die sich von den Ängsten von mir ernährt. Und ich muss sagen, dass dadurch, dass die Katze ihre Ängste trinkt, oder sich davon ernährt, hat mir halt keine Angst, ist furchtlos. Und das kommt dir natürlich sehr zugute, aber ich finde, es macht es der Protagonistin ein bisschen zu einfach und sie ist dadurch, nachher hat sie noch andere Fähigkeiten, die sie so ein bisschen abhebt von den anderen. Ja, das ist aber nicht leicht, das ist so leicht verdient. Das ist jetzt nicht so, dass sie irgendeine Stärke hätte, die sie sich hart erkämpft hat oder weil sie sich so reingekniet hat oder dass es einfach ihr Charakter ist, sondern ihr wird das einfach so zu Füßen gelegt und später kommt es halt dann auch noch zu den Kämpfen, wo sie dann ihre Fähigkeiten besser kontrollieren kann. Da ist sie so überstark und ihr gelingt alles. Und ich habe gehört, dass es im zweiten Band sogar noch schlimmer sein soll. Sowas mag ich ja auch nicht. Also das war zum Glück war es hier erst am Ende so der Fall. Zu Anfang hatte sie schon so ihre Schwierigkeiten, was ich gut fand. Aber weil man ja eigentlich auch sagt, in diesem Buch ist so eine starke Frau, so eine starke Persönlichkeit. Aber ihre Persönlichkeit ist gar nicht so stark, denn ihre Ängste werden ja einfach nur getrunken. Und ich finde, man ist erst mutig und erst stark, wenn man trotz Ängste mutig ist und diese Ängste überwindet. Und eben das macht sie hier nicht. Aber was ich gut finde, ist, dass das tatsächlich auch mal angesprochen wird von einem anderen Protagonisten und erzählt wird, also eigentlich müsstest du deine Ängste überwinden und sie nicht einfach trinken lassen. Also das finde ich gut, dass das hier auch ja, thematisiert wird. Vielleicht kommt das auch noch, dass das noch mehr reinrückt, dass sie ja, versucht, trotz ihren Ängsten stark zu sein. Ja, also darüber wollte ich zum Beispiel sehr, sehr lange reden. Deswegen finde ich das ganz gut, dass ich jetzt dieses Video aufgeteilt habe. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Es war aber auf jeden Fall toll und ich freue mich schon auf den zweiten Band. Und wie gesagt, diese Schauplätze fand ich wirklich genial und diese Ironie, diesen Schreibstil, der hat mir gut gefallen und dass der Autor sich einfach was traut, was sich andere Autoren nicht trauen und dadurch den Leser auch richtig überraschen kann. So, das soll es aber zu diesem Buch gewesen sein. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich auch, ja, wo ich auch ein bisschen mehr darüber erzählen möchte. Ich habe nämlich mitten in Nevernight habe ich gemerkt, irgendwie habe ich jetzt gar nicht so viel Lust auf Fantasy, sondern vielmehr auf irgendwas Gruseliges, ein Thriller oder ein Horrorroman. Und in der Zeit habe ich auf der Arbeit tatsächlich etwas entdeckt, was mich anspricht. Und den habe ich mir dann einfach ja, spontan gekauft und dann gleich auch angefangen zu lesen, so wie man das sich eigentlich wünscht. Und zwar ist das Die letzten Tage des Jack Sparks von Jason Arnob. Und Jason Arnob ist Musikjournalist und er ist auch Drehbuchautor und hat zum Beispiel bei Doctor Who und Freitag der 13. mitgewirkt. Und dieses Buch ist sein erster Roman. Und für seinen ersten Roman, muss ich sagen, ist das echt cool. Man könnte sagen, das ist ein moderner Horrorroman, denn hier wird gleichzeitig mit klassischen Horrorelementen gespielt, aber eben auch mit der heutigen Zeit, mit den heutigen Medien verbunden. Und zwar geht es hier um Jack Sparks, wie der Titel schon sagt, der ja immer aneckt mit seiner Art und Weise. Er ist ein Egoist, er ist ein sehr unangenehmer Mensch und provoziert nur
überall, wo er kann. Und er hat halt mehrere Bücher schon rausgebracht, mit denen er halt auch provoziert. Zum Beispiel hat er an sich selbst Drogen getestet und darüber einen Bericht geschrieben. Und jetzt sein neuestes Buch soll halt beweisen, dass es das Übernatürliche nicht gibt. Und er möchte alles, was halt irgendwie übernatürlich ist, möchte er halt an sich selbst ausprobieren und wieder sozusagen einen Selbsttest machen. Und er möchte darüber berichten und schreiben und er möchte das halt widerlegen. Er ist der größte Skeptiker und belächelt das alles und er möchte das aber trotzdem ernst nehmen, seine Arbeit, und möchte allen da draußen beweisen, dass es nichts Übernatürliches, keinen Gott und keine Dämonen und nichts, sonst keine Geister, was auch immer, gibt. Und er fängt an in Italien in einer kleinen Kirche bei einem Exorzismus teilzunehmen. Und das Ganze amüsiert ihn sehr. Und er ist die ganze Zeit in seinen sozialen Medien immer online und schreibt immer und postet immer von seinen neuen Berichten. Und dieser Exorzismus, meinte er, ist sehr, sehr gut geschauspielert, denn da passieren sehr, sehr seltsame Dinge, aber er glaubt da nicht dran und denkt, er wurde irgendwie auf Glatteis geführt, beziehungsweise dass sehr, sehr gut geschauspielert wurde. Aber nach diesem Exorzismus, wo sehr, sehr verstörende Dinge passiert sind, wird auf einmal auf seinen YouTube-Kanal ein neues Video hochgeladen, auf seinen eigenen Kanal. Das hat er aber selbst noch nie gesehen und es kommen ganz, ganz viele, die darauf schon reagieren, und er kann dieses Video aber gar nicht löschen, beziehungsweise es ist nämlich so schnell wieder von seinem Account gelöscht. Und er konnte es sich nur einmal angucken. Das Video ist auch nicht sonderlich lang und es ist sehr, sehr dunkel und man sieht ganz, ganz nur schemenhaft irgendwas, aber das sieht so echt aus und nicht nachgemacht, dass er unbedingt dieses Video haben möchte, um es für seine Reportage, um es für sein für sein Buch zu benutzen. Und er sucht natürlich auch denjenigen, der seinen Kanal gehackt hat und da irgendwas hochgeladen hat. Ja, das ist ihm natürlich sehr, sehr suspekt und er möchte unbedingt herausfinden, was da los ist. Aber währenddessen verfolgt er natürlich auch seine weiteren Projekte. Er geht, glaube ich, noch zu einer ich weiß es gar nicht mehr, wie genau, so eine Art Wahrsagerin, und macht dann noch so ein Projekt mit so seltsamen Menschen. Und also er hat auf der Welt verschiedene Orte, die er dann auch noch überprüft und dann mit hineinschreiben will. Ja, aber wie das weiter verläuft, will ich jetzt gar nicht sagen, denn das muss man alles selbst mit erleben. Und vor allem ist das Buch auch sehr, manchmal sehr verwirrend und so ein bisschen kann man gar nicht so geradlinig erzählen, weil dann auch mal hin und her gesprungen wird in der Zeit. Deswegen möchte ich das jetzt auch dabei belassen. Ich möchte aber nochmal erzählen, wie dieses Buch aufgemacht ist, beziehungsweise wie das Buch überhaupt an den Leser herangetragen wird. Denn man erfährt schon aus dem Vorwort, dass Jack Sparks nicht mehr ist. Also, dass der entweder verschwunden ist oder gestorben ist. Irgendwie ist er jedenfalls nicht mehr da. Und sein Bruder bringt das Manuskript, was halt noch nicht ganz fertig ist, heraus, damit viele Fragen geklärt werden, weil ganz viele Fans möchten wissen, was ist denn passiert damals und was ist mit Jack Sparks passiert, und viele unangenehme Fragen wurden halt seinem Bruder gestellt, und deswegen mit dem Verlag zusammen veröffentlicht er das Manuskript von Jack Sparks mit ganz vielen Zusatzinformationen, mit Interviews, die nachhinein geführt wurden, oder mit E-Mail-Verläufen oder mit WhatsApp- oder SMS-Verläufen. Und der Alistair, also der Bruder, der gibt auch immer nur so ein paar Kommentare noch dazu, die er
ja, zu dem Geschriebenen sagt. Aber das, die Hauptsache ist halt von Jack Sparks selbst geschrieben, also sein Manuskript, sein, so eine Art Tagebuchform ist das schon geschrieben. Aber er selbst hat halt auch immer so kleine Kommentare an den Verlag geschrieben, was er wieder gestrichen haben möchte und was wieder reinkommen soll und was recherchiert werden muss und so weiter. Also es ist alleine schon das, finde ich, sehr, sehr spannend und mit am spannendsten eigentlich an diesem Buch, auf welche Art und Weise wir hier diese Geschichte präsentiert bekommen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen. Und besonders eben, weil diese Ebenen sich auch widersprechen. Und genau das fand ich unglaublich spannend, denn man merkt, dass Jack Sparks nicht immer der verlässlichste Erzähler ist und dass er sich selbst auch manchmal nicht trauen kann. Denn im Nachhinein, wenn wir irgendwelche ja, Kommentare von Alistair bekommen oder irgendwelche Interview-Mitschnitte bekommen und dann denken wir, das hat Jack Sparks aber ganz anders geschrieben. Also entweder er hat es ganz anders wahrgenommen oder er hat das extra umgeschrieben für sein Buch. Natürlich ist er, ja, er ist eben selbstverliebt und möchte sich natürlich so darstellen, wie er gerne gesehen werden möchte in der Öffentlichkeit. Aber man merkt später, dass es nicht der einzige Grund ist und man weiß nachher gar nicht mehr, wen darf man glauben und wen nicht. Und man wechselt immer hin und her und glaubt erst den und dann hat man auf einmal ja auch an den geschriebenen Wort überhaupt kein Vertrauen mehr. Ist das wirklich so passiert oder lügt er hier einfach? Oder ja, wer lügt jetzt hier eigentlich? Und das fand ich wirklich genial an der Geschichte. Ich muss nämlich sagen, dass der Horror und der Grusel mich hier nicht so erreicht hat. Also die Anfangsszene mit dem Exorzismus fand ich gut. Dadurch, dass Jack Sparks das aber eben so ins Lächerliche zieht, kommt nicht so ein richtiger Grusel auf. Der Grusel ist ab und zu mal so ein bisschen zu spüren, aber eher selten. Also ich finde nachher dieses eher, ja, diesen, man könnte sagen, dass es auch ein bisschen Psycho-Thriller ist. Deswegen finde ich das auch ganz gut, dass hier noch Thriller mit draufsteht und nicht nur Horror, weil es durchaus eine Mischung ist. Ich muss sagen, dass die Mitte des Buches sehr viele Längen hatte. Und ich da, ja, das fand ich dann nicht so interessant, welche Station er da so abläuft mit so einem Experiment, das man dann mit so einer Gruppe von Leuten durchführt. Das fand ich eher lahm. Und ja, da, also die Mitte war leider ein bisschen anstrengend tatsächlich, obwohl mich der Anfang total gepackt hat und die Idee mich fesseln konnte und die Schreibweise und wie das Ganze eben hier aufgemacht wurde. Und deswegen war das Buch schon fast auf Durchschnitt runtergeschraubt. Also wollte ich dem Buch schon so 3 Sterne geben und war schon echt, musste mich ein bisschen durchzwängen. Aber dann hat das Ende nochmal rausgerissen. Ich würde jetzt sagen, gar nicht das Ende, sondern wirklich die letzten 60, 50 Seiten waren dann nochmal richtig genial und das, diese Auflösung hat mir richtig gut gefallen und es hatte im Nachhinein so ein paar Aha-Effekte und dann habe ich mir schon fast überlegt, müsste man das Buch eigentlich nochmal lesen mit dem Wissen, was man danach hat. Und was ich auch gut finde, ist, dass das Buch für Skeptiker und auch für Gläubige an das Übernatürliche ein Ende ist, weil man das so und so auslegen kann. Und das fand ich auch ganz toll, dass es hier weder belehrend ist im Nachhinein noch ja, versucht, irgendwas einzureden. Das fand ich super. Und dann gibt es noch so ein kleines Gimmick. Und zwar hat der Autor, also der Jason Arnab, der hat eine Website ins Leben gerufen, die es in diesem Buch, in dieser Realität vom Buch sozusagen gibt, von dem, ach, es ist schwierig, das zu erklären, von den Jack Sparks, seiner Autorenseite sozusagen, und die gibt es wirklich. Ich habe die einfach aus Jux und Dollerei einfach mal eingegeben, ob man die tatsächlich aufrufen kann, und tatsächlich kann man das. Und all die Posts, die der Jack Sparks innerhalb dieser Geschichte macht, immer wenn er sagt, so, ich poste jetzt mal für meine Zuschauer, für meine Fans was und schreibe mal, wie es mir gerade ergeht, genau diese Posts findet man tatsächlich auf dieser Website und man erfährt auch,
Es gibt ein Interview von dem Bruder und dem Jason Arnab, kann man sich anhören. Und ja, da gibt es ganz viele Theorien, was von Fans und ja, was denn tatsächlich mit Jack Sparks passiert ist. Und sowas finde ich ja super cool. Und ja, also als wenn diese Geschichte tatsächlich gibt, als wenn dieses Buch tatsächlich von dem Verlag rausgegeben wurde und von dem Bruder. Und ja, sowas mag ich wieder sehr, sehr gern. Und deswegen wurde das Buch, ist das doch was sehr Besonderes und hat es das Buch wieder aufgewertet. Trotz dieser Längen in der Mitte muss ich sagen, dass ich dem Buch mindestens 3,5, wenn nicht sogar doch 4 Sterne geben würde. Und das hatte ich auch selten, dass es die letzten 50 Seiten nochmal so rausreißen. Also ich muss sagen, die ersten, ich kann es nicht mehr sagen. Also die ersten Seiten fand ich schon toll. Sagen wir mal, die ersten 100 Seiten und die letzten 100 Seiten fand ich richtig gut. In der Mitte war es halt manchmal eine Länge. Aber ich kann es trotzdem empfehlen, alleine schon wegen der Erzählweise und ja, wegen der coolen Idee, und ich bin wirklich gespannt, was von Jason Arnab noch so kommt, denn ja, er scheint ja richtig Ahnung zu haben. Ich kann ihn euch auch hier noch mal zeigen. Ja, und wie gesagt, die Auflösung fand ich einfach genial und auch noch mal das Nachwort, und weil man da schon wieder so Kopfkino hatte, dass sich die ganze Sache im Grunde noch mal wiederholt. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob es da draußen irgendjemanden gibt, der das Buch auch gelesen hat und mir in den Kommentaren mal sagen kann, ob ihr das genauso fandet. So eine, ja, eine coole, erfrischende Idee, wirklich mit klassischen Horror und modernen Horror irgendwie zusammengesteckt. Und ich habe schon einige Rezensionen gelesen, die wirklich oft überrascht worden sind von Wendungen in dem Buch und besonders auch vom Ende. Und einige haben auch geschrieben, dass die Mitte ein bisschen lahm war. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ja, also das dazu. Und jetzt geht es weiter. Ich sag euch ja, ich habe schon 36 Minuten und habe mein Video aufgesplittet. Ja, aber jetzt wollen wir mal eine andere Thematik nehmen. Und zwar Everest von Werner Kopacka ist mal wieder ein Bergsteiger-Roman, was ich ja, ja für mich entdeckt habe als Thematik. Sehr, sehr faszinierend das Ganze. Hier behandelt es sich jetzt nicht um einen Abenteuerbericht oder dass es irgendwie auf einer wahren Begebenheit beruht, sondern es ist wirklich ein Roman. Allerdings muss man wissen, dass der Werner Kopacka tatsächlich auch ja, Erfahrung hat auch mit Bergsteigen. Er ist Journalist und der auch bei Himalaya-Expeditionen dabei war, auch mit Reinhold Messner und Peter Habeler 1978, wo sie da ohne Sauerstoffmaske den Everest erreicht haben. Und dass er hat mal irgendwie so eine ganz ja, schlimme Erfahrung gehabt, dass er mal in so einen Gletscher hineingefallen ist, aber er wurde wieder gerettet. Also er hatte einiges mitgemacht und kennt sich damit aus. Und dadurch, dass er Journalist ist, kennt er sich auch mit dem Schreiben aus. Und das merkt man hier bei diesem Buch. Und das fand ich wirklich sehr, sehr von Vorteil, weil ich habe ja auch schon Berg der Legenden gelesen von Jeffrey Archer, der ja ein sehr, sehr bekannter und berühmter historischer Romanschreiber ist. Und von diesem Roman habe ich mir sehr viel erhofft, aber da fand ich die fachliche Ebene, da hat man gemerkt, dass der überhaupt nicht ja, das Wissen von diesen Bergsteigern hatte, und auch diese Faszination ist dafür gar nicht rübergekommen, diese Leidenschaft. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Und deswegen kam das nicht so richtig an. Und hier ist das wieder angekommen. Hier haben wir zwei Stränge, Erzählstränge. Zum einen haben wir hier Albert Richter. Und er hat nichts mehr zu verlieren, denn er hat seinen Sohn verloren, der ist gestorben, und dadurch hat er auch seine
Ehe ist dadurch auseinandergebrochen, das hat ihn nicht ausgehalten, diese Trauer, und er kommt nicht mehr aus seiner Trauer heraus. Dadurch hat er auch seinen Job verloren und ja, sein einziger Traum ist es, den Everest zu besteigen, und komme, was da wolle, er macht das jetzt für sich und für seinen Sohn, und er hat ja eh nichts sonst anderes zu tun. Allerdings hat er nicht das Geld, sich da irgendwie einzukaufen, sondern er ist denn illegal am Berg und versucht sich illegal da einzuschleichen. Er hat durchaus Erfahrungen mit dem Klettern und mit dem Bergsteigen, aber er ist halt ohne Führer da, was durchaus sehr, sehr risikoreich ist. Aber er, wie gesagt, er hat ja auch nichts mehr zu verlieren und macht sich auf den Weg und trifft dann aber auch noch auf andere. Und ja, was er für so eine Strategie hat, sich da einzuschleichen, das muss man dann selber lesen. Dann geht es noch um eine Expedition und um den Bergführer, ich muss mal gucken, wie er heißt, Ronny Steiner. Der hat schon mal den Everest bestiegen und ist jetzt wieder bei einer Expedition dabei, und er hat eben auch Kunden, die er nun eben auf den Berg führen soll. Und er hat aber das Problem, dass er einen Kunden hat, der zwar viel, viel Geld hat und sehr, sehr viel Geld in diese Expedition reingepumpt hat, aber bei dem Kunden merkt er, dass er das nicht schafft. Und eigentlich ist auch ein Bergführer dafür da, dass er nur mal die Verantwortung trägt für seine Kunden, und wenn das Wetter nicht stimmt oder wenn irgendwas anderes nicht stimmt, dann heißt es einfach nein, wir steigen nicht auf den Berg. Oder wenn er merkt, die Kunden haben einfach nicht das Zeug dazu, auf den Berg zu steigen, dann muss er auch eben sagen, nein, das funktioniert so nicht. Und nur weil man jetzt so viel Geld gezahlt hat, heißt es nicht, dass man eine Garantie dafür hat, dass man auf den Gipfel kommt. Ja, aber er hat scheinbar dann so eine ganz dubiose Abmachung mit dem Kunden. Es sind aber mehrere Kunden dabei und sehr, sehr viele exzentrische Kunden. Ronny Steiner selbst, also der Bergführer selbst, ist auch so eine Person, die sich selber ganz geil findet und auch so seinen Stolz hat, und deswegen steht dieser auch ihnen im Weg. Und bei vielen Alpha-Tierchen kommen die sich natürlich geraten die aneinander, und gerade wenn man wochenlang zusammen auf engsten Räume hockt und aufeinander sich verlassen muss, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, also dazu kommt natürlich die Kulisse des Everest im Basislager, wie das alles funktioniert durch den Khumbu-Gletscher. Und also das ist sehr realistisch und authentisch geschildert, weil man eben auch weiß, dass Werner Kupacka da mit war. Und es hat mich erinnert an In eisige Höhen von John Krakauer. Das ist ja so eine Art Klassiker, das beruht aber auf wahrer Begebenheit. Aber man hat gemerkt, weil es ja eben auch im Everest spielt, dass sich das tatsächlich überschneidet, und aber jetzt nicht, dass sich das irgendwie doppelt oder so, sondern dass man merkt, dass da Wahrheit hintersteckt, auch hinter diesem fiktiven Roman, dass das sehr gut, es ist ja nicht recherchiert, sondern es ist ja sozusagen auch erlebt und darauf denn diesen Roman gebaut hat. Und was ich eben gut finde, ist, dass es nicht einfach nur von einer Besteigung und nur dann von einer Geschichte erzählt, die natürlich nachher in eine Katastrophe endet, sondern dass hier auch noch tolle Ideen eingeflößt werden, eben mit diesem einem illegalen Besteiger und dann eben von dem Bergführer, der in Bredouille gerät, weil er doch eigentlich die Verantwortung hat, aber eben eine seltsame Abmachung hat mit einem Kunden von ihm. Und natürlich treffen irgendwann diese Personen alle aufeinander, und natürlich endet das Ganze auch in einer Katastrophe. Und wie die denn ausgeht, das müsst ihr natürlich selber lesen. Wie gesagt, finde ich, dass hier, es lässt sich sehr, sehr lockerflockig weglesen, und die Personen gingen einem sehr nahe, besonders eben auch der Richter, wie hieß er noch, Albert Richter, genau, der eben auch so ein bisschen Selbstfindungstour auf dem Berg zu finden hat, und ob es für ihn noch überhaupt lebenswert ist und ob das vielleicht nicht einfach nur ein Weg in den Tod ist, dieses ganze Abenteuer für ihn.
Ich muss aber sagen, dass manchmal so ein bisschen die Spannung und manchmal so ein bisschen die Dramatik gefehlt hat, also so ein bisschen noch mehr, dass man da so ja, die Luft wegbleibt. Das hatte ich bei anderen Romanen ein Ticken mehr, aber das kam zum Schluss dann auch und es ließ sich wirklich super weglesen und ich fand es um Längen besser, zum Beispiel jetzt als Berg der Legenden. Und dann habe ich noch, das kann ich euch dann Gott sei Dank verlinken, und zwar habe ich davon schon eine Rezension gedreht. Der Bücherdrache von Walter Mörs ist sein neuer Roman, seine neue Kurzgeschichte ja leider nur, wo wir zurückkehren nach Buchheim in die Katakomben und auf das Volk der Buchlinge wieder treffen. Und zwar ja, gibt es die Legende in den Katakomben, dass es einen Bücherdrachen gibt, der nur aus Büchern besteht. Sein Schuppenkleid besteht aus Büchern und er von diesen Büchern eben auch sein Wissen erlangt und er dadurch ja, einer der intelligentesten Kreaturen von Zamonien ist und er auf allen Fragen eine Antwort hat. Und der kleine Buchling Hildegunst von Mythenmetz II, benannt eben nach dem berühmten Schriftsteller Hildegunst von Mythenmetz, möchte sich auf den Weg machen und schauen, ob diese Legende tatsächlich wahr ist und möchte eine Frage stellen, die er gern beantwortet hätte. Ja, diese Geschichte erzählt er seinen Idol Hildegunst von Mythenmetz. Die beiden treffen sich nämlich im Traum. Ja, und was ich dazu zu sagen hatte, das könnt ihr dann in der Rezension sehen. Denn einerseits war es schön, wieder zurückzukehren nach Buchheim und zu den Buchlingen, die ich wirklich toll, niedlich und skurril finde. Gleichzeitig, und das Buch ist natürlich wunderschön aufgemacht, aber ich hatte doch so meine Kritikpunkte und war nicht gänzlich zufrieden damit. War so ein bisschen ja, unschlüssig, auf welche Seite ich mich da stellen sollte, ob ich das jetzt nun toll finde oder ob ich da doch ein bisschen mehr zu meckern hatte. Ja, das werde ich euch verlinken. Und jetzt habe ich noch ein Buch und auch das war ein wirkliches spezielles Buch und auch da muss ich eigentlich ein bisschen drüber reden. Und zwar ist das The Ending von Ian Reid. Und dieses Buch habt ihr wahrscheinlich auch schon auf vielen anderen Kanälen gesehen. Das geht ja jetzt gerade auch ziemlich rum. Und ich bin ja eigentlich jemand, wenn ich ein Buch oft in der Kamera sehe, wenn das sehr, sehr gehypt ist, dass mich das irgendwie dann abschreckt, das habe ich immer das Gefühl, dann braucht mich das Buch nicht auch noch. Ich suche mir dann lieber so spezielle Sachen. Aber ich hatte immer das Gefühl, das wäre was Spezielles, vor allem, weil es eben so mysteriös ist und alle so von diesem sehr, sehr dünnen Büchlein, was knapp über 200 Seiten, glaube ich, hat, ja, 230 Seiten, ja, wo viele von fasziniert, von verwirrt und manchmal auch total verstört oder manchmal auch total blöd finden einfach. Und da war ich dann so neugierig tatsächlich, dass ich das auf meine Wunschliste getan habe. Und dann habe ich es in der Mängelexemplarkiste entdeckt und dann habe ich es mir sofort mitgenommen, weil für 3 € konnte man ja nichts sagen. Und ja, weil so viel davon geschwärmt wurde und keiner konnte so richtig was verraten, weil man sonst spoilert und ich werde ähnlich nicht viel verraten können und euch wahrscheinlich genauso neugierig machen oder hoffentlich neugierig machen, weil man einfach an diese Geschichte unvorbereitet rangehen sollte, denn catcht einen die richtig. Hier steht drauf, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Es hieß dann immer, dass es eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, aber es irgendwie so eine bedrückende, düstere Stimmung hat. Und viele haben auch gesagt, dass es überhaupt kein Psychothriller ist. Ich muss aber sagen, dass ich schon finde, dass es ein Psychothriller ist. Allerdings habe ich das erst ab der Mitte richtig gemerkt, dass das richtig Psycho ist. Und zwar geht es hier um ein Pärchen. Relativ frisch zusammen, noch relativ jung. Und die beiden sitzen im Auto auf dem Weg zu den Eltern von Jake, heißt er, glaube ich, ne? Jake, genau.
Und sie soll seine Eltern das erste Mal kennenlernen. Und eigentlich ist bei denen alles super und die sind auch ganz glücklich. Nur sie, also aus der Sicht der Frau ist das ja geschrieben, sie macht sich Gedanken ums Trennen. Sie hat irgendwie die ganze Zeit Gedanken, sie müsse sich von Jake trennen und das hat irgendwie doch keine Zukunft. Und man ist die ganze Zeit so irritiert, weil alles doch eigentlich immer ganz positiv geschildert wird und Jake so ein ja, netter, freundlicher Mann ist. Und deswegen ist man so irritiert, aber gleichzeitig erfährt man eben auch, dass sie zum Beispiel immer von einem anonymen Anrufer terrorisiert wird und sich überlegt, dass sie das vielleicht Jake auch mal sagen sollte. Ja. Mehr ist es aber noch nicht, also mehr möchte ich nicht erzählen, weil dann geht es richtig los, interessant zu werden. Also ich hatte gedacht, dass es hauptsächlich im Auto spielt, das Buch ist es aber nicht. Also es spielt eine lange Zeit im Auto, wo die beiden sich unterhalten, auch über tiefgründige Themen sich unterhalten und man so im Rückblick erfährt, wie die beiden sich überhaupt kennengelernt haben. Also das macht schon einen großen Teil aus. Und ich muss sagen, dass ich auch die ersten 50 Seiten dachte ich, wann geht's denn endlich los? Ist doch gar nicht so dick. Aber dann geht's los und es ist schon wichtig, dass man den Teil hat. Und dann kommen sie halt bei den Eltern an und da ist es dann, hat man diese tatsächlich diese düstere Stimmung, obwohl gar nicht richtig was passiert, hat man die ganze Zeit und es ist sehr, sehr seltsam. Und ja, allein der ganze Abend und dann entwickelt sich auf einmal was und ja, ich kann es nicht erzählen. Aber es sind sehr, sehr viele Sachen, wo man sich zunächst überhaupt keinen Reim drauf machen kann. Und später platzt dann die Bombe und ich muss sagen, so manche Sachen habe ich geahnt, aber in diesem ganzen Ausmaß habe ich es nicht geahnt, konnte ich es nicht ahnen. Aber ich muss sagen, das hat für mich vieles, also ich hatte jetzt gedacht, dass man danach total mit einem Fragezeichen im Gesicht dasteht und gar nichts mehr weiß. Jedenfalls habe ich das so in vielen Rezensionen gelesen und gehört, dass sie mit diesem Ende überhaupt nichts anfangen können. Aber ich finde, es macht schon Sinn. Aber man muss doch viel darüber nachdenken. Und da war ich sehr froh, dass ich die liebe Kali hatte, denn wir hatten uns gerade eh so ein bisschen unterhalten, weil wir eine Leserunde zusammen starten wollten. Und ich weiß von ihr, dass sie halt dieses Buch auch gelesen hatte und echt gut fand. Und auch halt andere. Aber mit ihr habe ich mich dann halt darüber ausgetauscht und habe sie gefragt, ob sie stören würde, wenn ich jetzt mal meinen ganzen Gedankenballast bei ihr ablassen würde. Und sie fand das toll, weil auch sie immer noch an dieses Buch denken muss und ja, es nicht schaden kann, da nochmal drüber zu sprechen. Und es gibt wohl ganze Websites mit Theorien, wie das Ganze gemeint sein könnte und so weiter und so fort. Ja, weil es eben nicht ganz eindeutig ist, aber ich finde eindeutig genug, dass ich das Buch jetzt nicht irgendwie frustriert gegen die Wand werfen würde. Da hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass da einfach nichts aufgeklärt wird, dass da einfach völlig viele Rätsel sind, die man nicht versteht. Aber ich finde, durch viel drüber nachdenken kann man doch so ein paar Theorien haben, die durchaus Sinn machen. Und auch bei diesem Buch, so ähnlich wie bei Die letzten Tage des Jack Sparks, habe ich noch mehr eigentlich das Bedürfnis, das Buch nochmal zu lesen, um mit dem Wissen, was man vom Ende hat, das alles nochmal durchzulesen und dann diese Aha-Effekte zu haben und zu denken, ach ja, jetzt macht das alles Sinn. Und nachdem ich mit Kali auch nochmal darüber gesprochen habe, verlinke ich euch auch in der Infobox, wenn ich dran denke, ihren Kanal Kalis Books. Hat das für mich auch noch mal alles ein bisschen in die richtige Richtung gerückt. Immer wenn man darüber spricht, dann wird das ja meistens noch ein bisschen klarer. Ich will nicht sagen, dass ich alles an diesem Buch verstanden habe und jede Wendung und jeden Gedankengang, aber ich fand es ziemlich genial, muss ich sagen. Und es ist auch wirklich was anderes. Es ist sehr erfrischend anders und ich finde aber durchaus, dass es ein Psychothriller ist. Also und es hatte eine sehr, sehr beklemmende, besonders im letzten Drittel, eine sehr, sehr beklemmende und düstere und auch unheimliche Atmosphäre, wo man wirklich sich gegruselt hat. Also ich habe es zwar abends gelesen und ich hatte davor auch einen unheimlichen Film gesehen, hier das Spiel von Stephen King.
verfilmt. Den fand ich auch sehr gut. Dadurch war ich schon in dieser Atmosphäre drin. Aber umso besser war das. Hier steht drauf, der kühnste und originellste literarische Psychothriller seit langem. Und den kann ich tatsächlich zustimmen. Normalerweise finde ich diese Sprüche oder diese Werbeslogan, naja, kann man nicht immer so trauen. Aber ich finde es wirklich kühn und originell. Das passt perfekt. Und literarisch durchaus auch, weil ich finde es auch ein bisschen philosophisch tatsächlich. Und ja, die Sprache war auch toll. Ja, also für dieses dünne Büchlein, hoffentlich kann ich euch da auch ein bisschen neugierig machen, weil es hatte ja durchaus Suchtpotenzial. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Hype jetzt tatsächlich mal nachgegangen bin, weil nicht immer, aber oft hat ein Hype ja auch seine Gründe. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, weil ihr habt es doch bestimmt auch gelesen. Und was sagt ihr denn zu dem Ende? Und bitte, wenn ihr über das Ende sprechen wollt oder irgendwas erzählen wollt, dann spoilert entweder nicht oder kennzeichnet das ganz fett mit Spoiler, weil wir ja niemanden irgendwie spoilern möchten, der das Buch noch lesen möchte und mal in die Kommentare guckt. Das wäre dann sehr, sehr ärgerlich, gerade bei diesem Buch. Ja, das war's von meinem ersten Teil vom Lesemonat März und ich glaube, jetzt wisst ihr, warum ich diesen Lesemonat aufspalten wollte, weil eben da Bücher dabei sind, über die ich sehr intensiv sprechen wollte und das aber nicht alles unter den Tisch fallen lassen will, weil genau deswegen mache ich ja den Kanal. Ich hätte natürlich dazu Einzelrezensionen machen können, aber dafür fehlt mir irgendwie auch ein bisschen die Zeit und werden Lesemonate ja eh am meisten geguckt und deswegen bekommt man auch das meiste Feedback. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat, der erste Teil. Den zweiten werde ich dann irgendwann in den nächsten Tagen hochladen. Ich denke mal, dass ich dazwischen noch ein anderes Video hochlade. Ich weiß es noch nicht genau, aber ihr werdet das ja sehen. Jedenfalls, sobald der zweite Teil dann online ist, werde ich das auch unter mir hier unter dem Video in der Infobox verlinken, dass ihr dann gleich weiterschauen könnt, wenn er schon online ist. Das war's aber nun von mir. Meine Stimme kratzt ein bisschen. Bin ganz froh, dass sie nicht ganz verloren gegangen ist. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.